Guten Abend, liebe Zuschauer. Auch morgen bekommen wir wieder Wolken und Regen ab, vor allem im Stau des Erzgebirges und auch entlang der Neiße. Und so gibt es in dieser Nacht kaum Wolkenlücken. Zeitweise wird es wieder etwas regnen, vor allem in Ostsachsen und auch im Erzgebirge. Auf dem Fichtelberg geht der Regen in Schnee über. Hier gibt es Temperaturen um den Gefrierpunkt herum. Ansonsten bleiben sie deutlich darüber. Und der morgige Tag eignet sich dann hervorragend, um es sich zu Hause gemütlich zu machen, denn es bleibt grau. Nur im Leipziger Raum schafft es die Sonne am Vormittag dann auch mal durch die dicke Wolkendecke zu uns hindurch. Dazu fällt dann zeitweise etwas Regen, vor allem im Stau des Erzgebirges und auch entlang der Neiße. Und dazu bleibt es spürbar kühler, als es heute war, mit 8 bis 10 Grad. Aber diese Temperaturen sind durchaus normal für diese Jahreszeit. Noch der Montag bleibt dann meist grau und wechselhaft mit etwas Regen. Der Dienstag wird dann schon freundlicher und am Mittwoch können wir wieder den Frühling mit viel Sonnenschein genießen. Ihnen morgen also einen erholsamen und gemütlichen Sonntag. Tschüss und bis morgen.